Gebrauchtwagentage bei Kohler Automobile in Hurlach. Die Deals Days am 21. und 22. Oktober. Erstes Heimspiel des HC Landsberg in der neuen Bayernliga-Saison. Gast waren die Piraten aus Buchloe. Fast 1000 Zuschauer sahen einen HCL, der von Beginn an gleich voll loslegte. Schon nach 4 Minuten hieß es 1:0 durch die Nummer 11 Mika Reuter. Assist Danny Grünauer. Noch in derselben Minute rollte der nächste Angriff. Buchloe brachte den Puck nicht aus der Gefahrenzone und die Landsberger Nummer 38 Stefan Kerber erzielte das 2:0. Das Spiel der Gäste wollte nicht so richtig in Gang kommen. Auch das Überzahlspiel nach diesem Foul brachte dem ESV Buchloe keinen Vorteil. Ganz im Gegensatz zu den River Kings, die ein ums andere Mal gefährlich vor dem Buchloer Tor aufkreuzten, so richtig nach dem Geschmack der Fans. Es dauerte nicht lange und die Landsberger nutzten ihre Überlegenheit kurz vor der Drittelpause mit diesem sehenswerten Schuss von Simon Beslic zum 3:0. Im zweiten Drittel waren die Teams kaum auf dem Eis. Schon brachte der erste gute Angriff den gewünschten Torerfolg für die Landsberger. Daniel Menge setzt sich auf dem rechten Flügel durch und passt supergenau in die Mitte zum Torschützen mit der Nummer 73 Marcel Juhasch. Spielstand 4:0. Mit etwas mehr Glück hätte auch dieser schöne Angriff einen weiteren Treffer bringen können. Die Piraten gaben aber nicht auf und erzielten schon 2 Minuten später den Anschlusstreffer zum 4:1. Torschütze David Strodel. Nach diesem Stockschlag musste die Landsberger Nummer 9 Cody Freeman vom Eis. Und er leistete Andreas Schmelcher Gesellschaft. Buchloe in Überzahl, die River Kings nur zu dritt auf dem Eis. Diese numerische Überlegenheit nutzten die Piraten direkt. Auf Zuspiel von Mario Seifert verkürzt Lukas Ruschik auf 4:2. Die Buchloer Fans witterten Morgenluft, ihre Mannschaft jetzt wieder dran. Im Schlussdrittel drängte der ESV mit aller Macht auf das Landsberger Gehäuse. Nach diesem überflüssigen Foul in Überzahl machte es Lukas Ruschik mit seinem zweiten Treffer zum 4:3 noch einmal spannend. Die River Kings brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und holten so im zweiten Spiel der neuen Saison den zweiten Sieg. Trainer Andreas Zeck zeigte sich zufrieden mit dem erfolgreichen Start. Man muss eigentlich nochmal zusammenkraft im letzten Drittel, dass wir das ein ordentliches Drittel zu Ende spielen. Das war dann ein bisschen noch kampfbetont und ein bisschen zerfahren. Aber nichtsdestotrotz hat man gesehen, wie man spielen kann. Man sollte das halt über die längere Spielzeit und konsequenter durchziehen bis zum Schluss. Dann wird so ein Spiel eigentlich auch nie in Gefahr kommen. Aber wir müssen halt die Lehren draus ziehen und es ist gut ausgegangen. Okay. Der HCL nach 2 Spielen mit 6 Punkten auf Platz 2. Ein äußerst gelungener Start in die neue Saison.